Hallo, willkommen zu einer Folge Pokémon Schwert. Und ich bin wieder back, euer Skelly. Hier, Leute, der gute alte Skelly, seht ihr mich? Is back am Stissel. Ja, Leute, wir sind hier wieder im Freestyle. Und wollten letzte Folge hier von dem Typen Karottensamen kaufen. Aber uns haben, wie heißt das, deiner Erze gefehlt, Leute. Aber ich war produktiv, Leute. Und habe deiner Erze offscreen gefarmt. Wenn ich die finden würde, könnte ich sie auch euch präsentieren. Hier, habt jetzt 9 deiner Erz. Wir brauchen nur 8. Einen immer gut dabei zu haben. Du suchst also nach Karotten, ne? Da kommst du leider zur falschen Jahreszeit. Dafür hätte ich aber ein paar Karottensamen. Möchtest du 8 Brocken deiner Erz gegen meine Karottensamen tauschen? Ja, hier, du gibst dem Alten meine 8 Brocken deiner Erz. Wundervoll, vielen Dank. Jetzt muss ich die Brocken deiner Erz nur noch im Feld vergraben, damit meine Gemüse riesengroß wird. Hier hast du die Samen wie versprochen. Okay, Leute, ich habe mich ein bisschen erkundigt. Die Samen können wir nutzen, weil es gibt ja 2 Formen von den Rossen. Samen, die sich auf dem Feld einpflanzen lassen. Je nachdem, wie dieses beschaffen ist, wächst dort eine andere Karottenart. Aber wag es ja nicht, sie auf den Feldern des Dorfes auszusehen, hörst du? Leute, und kommt drauf an, es gibt 2 verschiedene Orte, weil es gibt ja 2 verschiedene Rosttypen. Die einen Samen kann man an dem einen Ort pflanzen, dann wird es zum Eistyp, und die anderen an einem Geistort, am Friedhof, glaube ich, da wo wir den Bürgermeister auch getroffen haben, da werden die dann halt zu Geistersamen, und woanders, ich weiß gerade nicht, ob es im Dorf war oder woanders, wird es dann zum Eis, Leute. Soweit ich es verstanden habe, Leute. Bestimmt wird uns das Koronospar gleich alles erklären. Hast du Karotten gefunden, Menschenkind? Wie bitte? Diesen wundersamen Beute befinden sich wahrhafte Karottensamen? Ihr Menschen, hört wahrlich nie auf, euch anzupassen und weiterzuentwickeln. Es erfüllt mich immer mit Erstaunen, wozu ihr fähig seid. Doch, die Felder des Dorfes sind nicht für den Anbau von Karotten geeignet. Hätten wir fruchtbaren Boden zur Verfügung, wäre ich in der Lage, die Samen mit meinen Kräften gedeihen zu lassen. Wo könnten wir also geeignete Boden in meinen Schneelanden finden? Mir kommen 2 Orte in den Sinn. Zu einem gibt es da ein Feld, das von einer eiskalten Schneeschicht bedeckt ist. Und das andere war Eis, und hier ist das Friedhof. Das andere Feld befindet sich in das Neben eines Friedhofs, wo die Verstorbenen ruhen. Okay. Aber beide Orte könnte ich von meiner Kraft Gebrauch machen und Karotten gedeihen lassen. Wähle eins der Felder und sehe dort die Samen. Okay, Leute. Boah. Es geht. Na nun, in letzter Zeit schlafe ich echt oft da draußen ein. Es ist eben ganz schön anstrengend, in der Expeditionsbasis die Stellung zu halten. Da. Pass auf dich auf und übertreib's nicht, Expeditionsleiter. Okay. Hobbyloser Bro. Okay. Du markierst die Lage der 2 Felder, von deinen Kronosper erzählt hat, auf deiner Karte. Du merkst den Standort Dinge in der Legende Notiz 1. Nachdem ich Koronospa mitgeteilt hatte, dass ich Karottensamen auftreiben konnte, verriet es mir den Standort 2 Felder, wo die Samen gedeihen können. Eins davon geschneebedeckt, das andere in der Nähe einiger Gräber. Jetzt muss ich mir nur noch für eins entscheiden und die Samen dort aussehen. Okay, das eine ist Eis, das andere ist Geist. Okay, Eis meine ich, Leute. Ich möchte mal kurz meine Pokémon-Typen durchgehen, die wir haben. Wait, so Bericht. So, wir haben Flug, Stahl, Elektrokampf, Unlicht, Drache, Dings, Gift. Okay, Leute, weil ich nehme die Geist-Variante, weil wir halt, wir haben mehr. Okay, du kommst weg, du bist kein Gala-Pokémon, du bist ein Larry, das bist du. Weil wir haben jetzt hier Drache. Hier haben wir einen Geist. Okay, wir haben Flugwasser. Drache, noch ein Geist. Oh, okay. Weil wir hatten jetzt größtenteils hier noch Eis, hier auch Geist.
Oh, okay, Leute. Ah, ich weiß es nicht. Ob Geist oder Eis. Okay, Leute. Wie machen wir das? Wie machen wir das, Leute? Okay. Okay, habe ich hier irgendwas? Okay. Ich habe hier eine Kartenverpackung. Wir machen das so. Ich versuche die jetzt in die Luft zu werfen. Wenn der Bube oder was da drauf ist, nehmen wir Eis und die Rückseite ist dann Geist, okay? Die Rückseite ist Geist, oder? Ah, ich weiß nicht, Leute. Okay, nein, ich nehme Eis, Leute. Ich nehme das Eis, oder? Ich nehme das Eis, Pokémon, Leute. Oh. Oma! Okay. Du singst mir das Lied vom Ross des Königs, bitte. Ja. Aber sieh da doch, mein Kindchen. Der eine Wildling war so weiß wie Eis, wählte die Polarkarotte als Speis. Der andere Wildling war so schwarz wie ein Geist, er hat die Phantomkraft verspeist. Ist immer schön dein Gemüse, so wie das Pokémon in dem Lied. Hörst du? Mach ich, Oma. Ja. Also, wir haben einmal das Geist und einmal das Eis-Pokémon. Mann, ich hasse so zwei Entscheidungen. Ich weiß nicht, Leute, was ich nehmen soll. Ob ich Eis oder Geist nehmen soll. Hier, Schneeschlucht, das ist Eis und hier ist halt Geist. Leute, ich nehme doch das Geist-Pokémon. Die Kartenpackung hat das Geist-Pokémon gesagt. Ich hab Bock auf das Geist-Pokémon. Okay, wir hatten in meinem Team bis jetzt noch kein Geist-Pokémon. Und Schnee brauchen wir nicht. Schnee brauchen wir nicht, Leute. Wir nehmen jetzt aber das Geist-Pokémon. Ich habe mich jetzt entschieden. Leute. Oder? Ich weiß jetzt nicht, Leute. Ah. Okay, ich würde sagen, wir porten uns da an. Also sind wir dichter am Friedhof dran. So, bei diesem Bett des Giganten. Okay, Leute, hier, zack. Habe ich das Pokémon schon? Ah, egal, Leute. Egal. Aber ich hasse es, wenn ich mich nicht entscheiden kann, welchen Typ ich nehme. Weil ich möchte eigentlich beide haben, aber ich kann mich nur für einen entscheiden. Okay. Wo ist jetzt der Friedhof? Ist es da hinten der Friedhof? Ich glaube schon, Leute. Scheint so. Ja, hier sind so uralte Sachen. Zack, hier. Okay. Okay, ich pflanze jetzt hier beim Geist ein. Das ist ein Feld. Er ist der eins der Felder, von denen Coronot bei dir erzählt hat. Möchtest du die Karotten zusammen auf diesem Feld aussehen? Ja, komm. Come on. Ja, zack, mache ich jetzt das Phantom. Wie ich sehe, hast du eins der Felder erreicht. Auf diesem Feld werden Phantomkarotten gedeihen. Wenn mich mein Gedächtnis enttäuscht, liebt mein treues Ross dieses Feldfrüchte deshalb so sehr, weil es dem Typ Geist angehört. Doch all das liegt so weit in der Vergangenheit, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann. Ich frage dich noch einmal, wünschst du wirklich die Samen in diese Bohnen zu sehen? Gut, dass man nochmal fragt. Ah, Leute, no risk, no fun, ab geht's, Leute, wir machen das Phantom. So sei es, dann sehe ich nun bitte die Samen. Ab geht's, wir holen uns das Phantom. Grab, du hast die Karottensamen eingepflanzt. Jetzt nur noch die Erde etwas festklopfen. Okay, ausgezeichnete Arbeit. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Nein, habe ich nicht. Nun bin ich an der Reihe, werde Zeuge meiner Kraft. Okay, Leute, hier. Zack. Karottensamen! Alles klar, Leute. Okay, wir haben jetzt die... Du spürst, wie der Boden zu zittern beginnt. Okay. Du hast so viele Samen gepflanzt, aber nur eine konnte ich gedeihen lassen. Wie sehr meine Kraft doch geschwunden ist, mir schwärzt das Herz bei den Gedanken. Sobald wir meine Klagen jedoch ein Ende haben. Nun den Menschenkind. Setz all deine Stärke ein, um diese Phantomkarotte aus dem Boden zu ziehen. Okay, ab Jades, Leute. Möchtest du die Karotte rausziehen? Ja. Ab geht's. 1 und 2 und Rook. Du hältst eine Phantomkarotte. Yippie. Okay, Leute. Eine Karotte, die auf einem in Schatten getauchten Feld heranwuchs. Das treue Rostigkönig, der Reichernte, mag sie besonders gern.
Das hast du gut gemacht, Schmeinchenkind. Diese Karotte wird es uns möglich sein, mein Treusraus herbeizulocken. Jetzt benötige ich nur noch irgendwas. Sie verleiht mir die nötige Kraft, um mein Treusraus mit Leichtigkeit reiten zu können. Jetzt bezweifle ich jedoch, dass die Menschen sein mir jetzt noch darbieten würde. Oh, da kommt's ja. Was geht? Fanta! Okay. Ab geht's, Leute, ich fang das. Kann es denn sein? Bist du es wirklich, mein treues Phantoros? Ab geht's, wir fangen's. Schwarz schimmernde Fell, dieses wilde, ungestimmte Galopp. Genau wie bei unserer ersten Begegnung, das war die Erinnerung wach. Phantoros! Okay, Leute. Offenbar kann ich die Karotte zwar wittern, aber nicht genau orten. Der Richtung nach zu urteilen, in die es galoppiert ist, könnte es vorab das Dorf nach Karotten abzugraben. Sollte ich mir meine Vermutung richtig legen, ist Füße in Gefahr, Menschenkind. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, Leute. Ab geht's. Wir fliegen. Pokéball, Pokéball, Pokéball. Das ist Pokéball. Du merkst den Stand der Dinge. Ja. Ab geht's, Leute. Hier ist ein Pokéball. Den nehme ich mir noch mit. Zack, 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 zack. Nein. Pokéball. Pokepuppe. Na. Ich stehe doch nur. Was willst du kämpfen? Dorano. Nidorano. Nido, mein Freund. Dafür wirst du jetzt maximal zerstört. Ab geht's. Stahlflügel. Zack. Easy. Das passiert, wenn man sich mit Mia anlegt, Leute. Okay? Denn ich bin der krasseste Pokémon-Spieler EU West. Okay? Okay, ich würde sagen, wir porten uns jetzt nach Freestyle. Ab geht's. Und wir Phantoros fangen wir dann. Oder halten wir auf? Ich geh, Bros. Pony schwebt leuchtend in der Luft. Was geht, Konosbar? All diese Menschen sind in Gefahr, doch in meinem Zustand kann ich nichts dagegen tun. Ich bitte dich, Matchkin, hilf den Bewohnern von Freestyle. Okay, Leute, speichern, weil es zwar kacke ist zu fangen, wenn es jetzt kommt, Leute. Ich möchte das Pokémon haben. Ach, da ist der Bro. Okay, Leute, was geht? Stopp! Ich bin dein Herr, dein Meister. Phantoros! Komm her, wir machen jetzt 1v1. Ab geht's! Okay. Ab geht's, Leute. Während Phantoros vernichten. Denn es ist ein Null. Phantoros hat auf deine Phantomkarotte es abgesehen. Okay, probieren wir es auf mit einem Flottball zu beginnen, Leute. Okay, Leute, wenn's mir keine Gelegenheit gibt, ab geht's mit Flug. Okay, es gibt mir keine Chance, also aufs Müll. Zack, hier, One Hit. Dann fange ich's halt nicht. Wenn's wack ist und sich nicht fangen lässt. Dann nicht mein Problem, Leute. Laus ist jetzt 85. Nice, Leute. Nicer, dicer. So, hast du Pech, Bro. Ja, du bist halt wack. Und seit wann hat eigentlich Kronospan Triforce an seiner Kette? Sie will hier in Zelda oder was? Nespa! Phantoros! Warum haben eigentlich meine Pokémon-Imitation diese maximal hohen Stimmen, Leute? Was will mein unterbewusster Körper mir sagen? Dass Pokémon für mich so übelst hohe Stimmen haben. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, es geht mir gut. Aber es kommt mir vor, als hätte mich gerade jemand beschützt. Und Coronaspa ist weg. Super. Oh, warte, was ist das? Verstecktes Item, ich will haben. Ich will versteckte Item.
Was ist das? Du erhältst eine Strähne dunkles Rosshaar. Okay. Ein Haarstrand vom Phantoros, dem treuen Ross des König der Reichernte. Sie fühlt sich weich und geschmeidig an. Bro, was geht? Werter Gast, wie können wir dir jemals für diese Rettung danken? Was macht ein so ungeschimpftes Pokémon nur in den Schneelanden? Man könnte fast meinen, es sei dieses Pokémon aus dem Märchen, das treue Ross des Königs. Aber ach, was rede ich denn da? Nun, was ist denn das? Doch nicht etwa dunkles Rosshaar? Märchen passiert etwas Besonderes, wenn man eine leuchtende Blume, die der König selbst hat, erblühen lässt, in solchen Haar einflechtet. Angeblich kann man so die Züge des Bundes herstellen, die den König und das treue Ross miteinander verbindet. Und meinen eigenen Vorfahren praktiziert diese Kunst der Zügelherstellung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde. Nun ja, ich bin ein bisschen alt dafür, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Ich für meinen Teil habe so eine Blume noch nie gesehen. Auch die Fertigungsmethode ist mir derzeit Vergessenheit geraten. So, jetzt haben wir aber lange genug über arme Märchen gefuselt. Machen wir, wie wir dieses Pokémon in Zukunft von unserem Dorf fernhalten können. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe eben. Ja. Ab geht's. Wahrscheinlich kriegen wir so eine Blume da, wo Lavados, Arctos und Zapdos sind. Und Coronaspa ist schon wieder weg. Und da ist es wieder. Naspa, was geht, mein Bester? Und da chillt sich wieder in seine Ecke. Coronaspa hat echt so seine Chillo-Ecke da. So auf entspannt. Ab geht's. Rüber zu Coronaspa. Und dann planen wir mal, wo es dieses Blumending gibt. So, Bro. Was geht? Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, mein Entchenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, sie zu verwirren und zum Aufbruch zu begehen. Wenn ich nur die Züge des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir können sie herstellen. Wie? Du willst die Züge des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Ross und einer leuchtenden Blume, die ich blühen lassen soll? Eine Blume, aber natürlich. Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Züge des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich erloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich in diesem Irrtum nun aufgesessen? Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan waren wir nach Shire endlos langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Okay, come on. Du machst das, Coronaspa, du bist mein Mann. Mein Man. Oh, oh. Okay, es kriegt. Komm, come on, du machst es. Naspa, Coronaparunas, Nasparos! Das ist für dich, Menschenkind. Alles klar. Du hast ein Kronblatt. Ein Blütenblatt, das von dem König der Reichernte erhalten hast. Es strahlt ein sanftes Licht aus. Wie erwartet, ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm diesen Kronblatt an dich und versuche damit, die Tür des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Züge herstellen, sollten doch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Okay, Leute. Wir müssen die Züge machen. Coronaspa zählt auf uns. Ich hoffe, der Bro wohnt hier. Jürgen. Ist Jürgen da? Es ist sehr kalt draußen, also wärme dich hier erstmal richtig auf. Was macht ein Mock? Das ist Fluffy. Ich mag es in der Nähe des Dorfes gefunden. Es hat vor Kälte gezittert, dann musste ich es einfach mit nach Hause nehmen. Seit ich es gefunden habe, sind hier immer seltsame Pokémon in Schneelanden aufgetaucht. Pokémon wie Fluffy ist mir noch nie zuvor da umgekommen. Es wäre sicherlich besser, wenn sich ein fähiger Trainer um es kümmern würde. Dir würde ich es zum Beispiel sofort anvertrauen. Immerhin hast du unser Dorf gerettet. Na, was hältst du von der Idee? Willst du dich um Fluffy kümmern? Ja. Wirklich vielen Dank. Hast du gehört, Fluffy? Wie wunderbar. Cosmog. Warum ist hier random Cosmog?
Das war das Legi in Sonne und Mond, was man dann als Hauptspiel bekommen hat, um das Legi zu bekommen. Dann hat man getauscht später und hat dann nochmal bekommen, um dann so das andere Hauptlegi zu machen. Leute, Anspielung an Sonne und Mond, Leute. Wölkchen, Leute. Wer kennt's noch? Süte alte Wölkchen. Schreibt mal in die Kommentare, wer Wölkchen kennt, dann seid ihr richtige OGs, Leute. Ab geht's. Das Sammeln der Legis kann beginnen. Okay, es war gut, dass ich random in das Haus gegangen bin. Eigentlich suche ich nur diesen alten Knacker, der einen Plan von allem hat. Okay, ab geht's in sein Haus. Wie komme ich eigentlich an den Pokéball? Warum bin ich so müde, Leute? Ich liebe ja Pokémon, aber trotzdem habe ich irgendwie immer die Angewohnheit, beim Pokémon beim Aufnehmen übelst Genattacken zu bekommen. Kann auch sein, dass ich voll spät schon wieder aufnehme. Was geht, Sanja? Es geht, meine Best. Na, wie läuft die Jagd nach dem Anhaltspunkt, Skelly? Bericht über Anhaltspunkte erstatten. Dann schauen wir mal, was du bisher zusammengetragen hast. Du hast 2% der Anhaltspunkte zum Eisenkern gefunden. Du hast 26% der Anhaltspunkte zum Felshöhlen-Pokémon gefunden. Du hast 8% der Anhaltspunkte zum Wiesen-Pokémon gefunden. Die Anhaltspunkte reichen leider noch nicht von der Habitatsbestimmung aus. Durchkäme die Kronenschildlande und halte nach weiteren Indizien Ausschau. Zieh auf dich, Champ. Schaffst das. Okay, aber wo ist jetzt dieser Typ? Oder ist es der Bürgermeister? Das kann auch sein, dass das der Bürgermeister ist. Fahren wir mal den Dude. Kannst du das machen? Oh na, wenn es nicht der Retter unseres Dorfes ist, bist du denn wegen den Büchern hier diesmal nicht? Wie bitte, du willst, dass ich Züge des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zur Zeit meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemand mehr, der sich an die traditionelle Herstellung erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume. Ich bezweifle, dass du die hast. Doch, die habe ich. Ich habe alles, Bro. Es liegt nur an dir. Ich glaube, mich laust ein Chimpep. Hast du da wirklich das Kronenblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutete das dann, dass es den König der Reichernte ebenfalls wirklich... Nein, nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Züge des Bundes gestellt, indem sie sich an die Anleitung aus den alten Märchen erhielten. So brauchten sie ein bestimmtes Blume und Haare als bestimmte Pokémons. Ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für eine Hilfe erkenntlich sein. Wenn du dir die Materialien gibst, will ich mein Bestes versuchen. Du reichst dem Bürgermeister das Kronblatt und das dunkle Rosshaar. Ab geht's, Leute. Ich hoffe, der verkackt nicht, sonst gibt's richtig Beef. Ich weiß nicht, ob ich so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber jetzt ist es an der Zeit, alte Tradition meines Dorfes wieder zu beleben. Okay. Werkeltüftel. Das war ein absoluter Reinfall. Ich hätte mich selbst zu einem einigermaßen geschickten, aber für diese Züge brauche ich es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so dickschlagen an, es tut mir wirklich leid. Hey, Herr Bürgermeister! Es gibt einen Notfall. Meine Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet. Oh je. Ach, das tut mir leid. Ich schaue es mir so weit wie möglich an. Ach, da bist du ja auch, hier Expeditionsleiter. Hä? Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Sache ist die. Da ist das alles. Ich brauche also nur einen Strick, ja. Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich ein Kronblatt und Rosa. Was genau stelle ich den Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflechtet. Ins Haar des Mähne. So ist es recht. Wow. Alter, musst du mir die Methode echt quäken verklingen? Mir soll's recht sein. Dann ran ans Werk. Ernsthaft? Die haben gemacht, das Pony, das macht er, really? Und fertig ist das, okay? Du, jetzt die Züge des Bundes, really, Alter? Damit Pony auch irgendwas zu tun hat, oder was? Züge gewoben aus Stoff, der leuchtet, wenn man ihn ins Licht hält. Eines schenkte die Menschen sie dem König der Reicherde, Zeichen ihrer Dankbarkeit.
Unglaublich entgegen meiner Erwartung sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in den Händen halten, sieht exakt so aus wie die Züge des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Pony. Räusper, wie immer auch sei. Jetzt hast du die Züge des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Ernsthaft? Pony kann nähen? Okay, nice, dass sie einbauen, dass auch Männer heutzutage in so Zeiten nähen können. Aber da hätte ich nicht mit gerechnet. Leute, dass ausgerechnet Pony das kann. Naja. Weißt du was, ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin, weil ich völlig durchgefroren war. Wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen. Aber es kam nur eiskalt Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen. Uah! Menschenkind! War die Herstellung der Züge des Bundes von Erfolg gekrönt? Und ob? Ach, welche wundervolle Neuigkeit. Auch ich habe frohe Kunden zu überbringen. Mir ist endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Pantorus hat den Kronentempel zu seiner Heimatstätte aus. Koron. An jenem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Städte zu meiden. Zu sehr fürchtig, von nostalgischen Gedanken an frohen Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel droht auf dem Gipfel des nördlichen von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, in den Kronentempel aufzusuchen und die Züge des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Okay, Leute. Ich würde sagen, du merkst den Stand der Dinge. Ich würde sagen, das ist mal ein guter Spot, um die Folge zu beenden, Leute. Wir treffen uns in der nächsten Folge. Da oben, wo wir hin müssen. Ich gehe da offscreen hin, Leute. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst ein Like da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonnieren. Und so, ciao. Leo.